Alter! Du hast mich nicht. Ja, Alter, Mino. Ah, ich hab dich zum Glück noch gekriegt, gell? Ja! Ruhig, ja! Alter. Jetzt. Junge, hör auf mich zu exen, Alter. Hey, meine lieben Cubies, und willkommen zu einer neuen Folge Cube vs. Bash. Genau, wir spielen wieder heute hier eine Runde Rage Mode. Was heißt wieder? Wir spielen eine Runde Rage Mode. Und der Verlierer, wir machen jetzt, der Verlierer, er muss natürlich wieder eine Bestrafung machen. Und wir machen eine Runde. Und es geht halt darum, wer die meisten Kills macht. Nicht Kills, Punkte. Ich bin ziemlich gespannt. Nicht Kills, sondern Punkte. Und da wurden wir gleich mal geneift. Richtig geil. So, geil. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Mega-Pro eigentlich. Ich auch nicht. Und falls ihr die Bestrafung. Ich wurde zweimal geneift jetzt hintereinander, Alter. Falls ihr die Bestrafung von, Alter, diese Axt von Bash nicht gesehen habt, ist in meiner Playlist verlinkt. Schaut sie euch auf jeden Fall an, war sehr unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Mann, Alter, richtig schlimm hier. Boah, ich bin richtig nervös. Ich darf auf keinen Fall verlieren. Und das ist schlimm, weil wenn wir nervös sind, krieg ich keine Bogenshots, keine gescheiten. Okay. Boah, so. Boah, okay, Junge. Okay. Mein Ziel, Hauptziel ist einfach nicht geaxtet werden, ey. Ja. Alter, ich hab den Kill für dich gekriegt. Alter, das eine dabei, die ist richtig die Hube, Alter. Okay. Okay, nee. Super. Scheiße, Dreier-Killstreak. Nein, was ist los, Junge, mit dir? Ich bin richtig angespannt. Alter, ich werde die ganze Zeit hier. Boah, Junge, halbes Herz. Alter, ich hab grad ein Dreier-Ding gehabt. Alter, und dann werde ich geneift, Alter. So eine Hure. Oh, Alter, Mann. Ich gleich richtig fett zurück. Alter, so eine Bitch, Mann. Boah, Junge, ich muss dich finden und axen, ey. Ohne Witz. Oh, wo bist du denn? Da warst Nein. du. Mann, ich krieg gleich den Rage des Todes. Ja, es das heißt nicht umsonst Rage Mode Bash. Oh, Junge. Sorry, wenn wir ein bisschen wenig kommentieren, aber ja, diese Axt, ey. Ist leider echt ein bisschen böse. Alter, der hat mich versucht zu axen. Das gibt's zurück, das lässt der Bash eigentlich überhaupt nicht mit sich machen. So, okay, wo bist du? Wer, ich? Ja. Ja, ich bin gerade ziemlich in der Nähe von dir, mein lieber Bash. Ja, ich merk's. Alter, da hat er mich nicht ernsthaft versucht zu knifen. Oh, doch! Ich hab versucht, dich zu axten, Junge! Alter, du bist so eine Hure einfach. Junge, ich bin richtig. Das werde ich verlieren, Junge. So? Das werde ich so Alter, verlieren. Alter, ich wurde übel oft geaxt, das hat nicht. Ja, ich übel. Auch! Okay. Alter, jetzt wollte ich dich gerade mit der Axt kriegen, aber da warst du leider schon weg. Ja! Alter, du bist so eine Missgeburt, Alter. Das geht so zurück. Oh, Junge, ja! Okay. Sei froh, dass du getötet wurdest. Sie war schon mit der Axt da, ja? Alter, ja, tötet mich doch alle, ihr Mist. Ich komm schon wieder mit der Axt. Keine Sorge, Bash, keine Sorge. Alter, ich hab grad voll keinen Pilzstück drauf. Mann, ich verkack's gerade richtig. Ich bin gerade so nervös, übel. Meine ganzen Bonuses haben gerade alle nachgelassen. Mann, es ist nur eine Runde. Das heißt, wenn man jetzt wirklich einen Fail hat hier, dann hat man es wirklich verkackt. Ich finde hier gerade, doch, da ist. Wer ist das? Alter, da hat er mich auch versucht zu axen. Diese Missgeburt, Alter. Normalerweise traut sich das keiner. Doch, ich trau mich das, aber ich werde verlieren. Ich werde verlieren, ich seh's jetzt schon. Nee, ich brauch's gar nicht mehr versuchen. Ich hab schon verloren. Alter, du. Alter, ich wollte gerade mit der Axt extra kommen. Jetzt habe ich sie extra noch in den anderen reingesteckt. Und nicht in dich. Alter! Du hast mich nicht. Ja, Alter, Mino. Ah, ich habe dich zum Glück noch gekriegt, gell? Ja! Ja! Alter! Jetzt. Junge, hör auf mich zu exen, Alter. Du bist so eine kleine. Alter, oh, die Axt kann mich noch retten. Spielen. Ich zitter, Mann. Ich kann nicht mehr spielen. Ich kann auch nicht mehr spielen. Ich muss dich axten. Richtig, Alter, das ist richtig schlimm. So. Alter, scheiße, Mann. Ich hab dich schon wieder gekriegt, ne? Ja, aber nicht mit der Axt. Ja, ich hab's auch versucht. Alter, Mann, jetzt lass mich doch mal hier in Ruhe, weißt du. Die gehen alle auf mich, du hast sie alle bezahlt. Komm zu, Alter. Okay, stimmt, YouTube, Mann, ich hab sie bezahlt. Hä, nein. Ich hab den noch getroffen, was da Ich los? Bin geaxt worden, nein. Alter, ich hab hier gerade voll die geile Killstreak wieder fast. Du bist auch immer noch vor mir. Was ist denn? Alter, du Missgeburt, Alter. Du bist so eine dreckige Missgeburt, das ist echt nicht mehr feierlich. Übrigens leckt vielleicht noch mal ein bisschen.
Oder zumindest in der Aufnahme nicht, aber bei mir. Oh, ich Junge. Nein! Ja, ich geaxtet. Richtig nice, Alter. Ich, ganz ehrlich, wenn wir sterben, ist es egal. Hauptsache, du, also höchstens du wirst halt geaxtet. Das kann halt. Nein! Junge, da hat mich die Bitch mal wieder hier. Junge, ja, ich hab verloren. Ich bin zweimal geaxtet worden. Ich hab verloren. Ich sehe es jetzt schon. Junge, ich bin schon über fünfmal locker geaxtet. Der Boss ist am Schlüssel, der Boss hat gewonnen, die Challenge bei mir, tut mir leid, nein. Auf jeden Fall. Nein, und ich lasse ihn noch Gummibärchen fressen. Nein. Richtig nice. Und er hat mich nur Gummibärchen fressen, also Leute, ich habe die Strafe des Todes. Und ich habe dir extra noch von der Aufnahme gesagt, ich habe heute nicht so schlimme genommen. Ja. Hab ich echt nicht. Also zumindest finde ich sie schlimm. Ich würde sagen, ich blende euch jetzt hier ein SG-Gameplay so hinten dran oder ja, was bei mir auch, Leute, bei mir auch. Und dann würde ich sagen, wird mal ein bisschen abgerechnet hier. Und ich habe mir hier schon so ein bisschen was aufgeschrieben. Sehr, sehr schön natürlich. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an damit. Sag mal, wie fühlst du dich eigentlich? Wie ich mich fühle? Mhm. Wie, in welchem Sinne? Ja, also, bist du gerade ein bisschen aufgeregt oder freust du dich schon? Ach so, das soll ein Interview werden. Also, ich finde, dass ich das eigentlich mehr oder weniger verdient habe. Aber ich habe auch eine schöne Strafe in deinen Kommentaren vorgeschlagen. Die kannst du gerne einblenden, wenn du magst. Die würde ich gerne machen. Nein. Die Strafe ganz sicher nicht. Ich werde ganz sicher nicht dich mein Video anschauen lassen. Und, ich würde einfach zuerst sagen, schreibt auf jeden Fall neue Strafen rein, denn... Wir brauchen natürlich immer wieder neue Strafen, aber jetzt wollen wir natürlich erstmal zum Moment kommen. So, Cube, wir fangen mal mit der ersten Strafe an. Es ist wie immer, warte mal ganz eine kurz. Strafe. Jo. Warte ganz kurz. Okay. Fuck! Okay. Ich bin wieder da. Okay. Und zwar ist es ja so, ich gebe ihm eine Strafe und wenn er sie nicht annimmt, gibt es die nächste Strafe, aber er kann die eine nicht mehr annehmen. Was heißt, es gibt es dreimal und ich habe ihm jetzt drei Strafen aufgesucht und eine muss er sich dann davon aussuchen, beziehungsweise eine wählen. Und die erste Strafe ist einfach mal, du musst drei Leute anrufen, die du nicht kennst, die über 50 sind und musst sie durch das Telefonat dazu kriegen, deinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Und wenn du ihnen erklären musst, wie man ein Google-Konto erstellt und so. Drei Leute über 50. Drei Leute über 50. Die ich nicht kenne. Ja, und du musst dir dazu kriegen, deinen YouTube-Kanal zu abonnieren. So sagen so, ja, ich mache eigentlich, und das muss natürlich auch aufnehmen alles, muss sagen so, ja, ich bin YouTuber und ich brauche ein paar neue Abos und ich wollte ihnen einfach mal das zeigen und so und dann halt drei Leute über 50 dazu kriegen, wie soll ich deinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Hm? Wie soll ich die Leute finden? Random im Telefonbuch irgendwelche Leute anrufen. Warte mal kurz. Alter, nee, das mache ich nicht, kannst du vergessen. Sicher nicht. Ich muss sagen, das ist die harmloseste Strafe. Aber okay, wir können gerne zur nächsten gehen. Also lehnst du die ab, oder? Warte mal ganz kurz. Junge, ich gerade nicht, weil meine Kopfhörer gerade, ich muss die resetten, die waren scheiße. Ja, okay, jetzt höre ich die wieder. Okay, also, nimmst du die Strafe an? Wie gesagt, nein, ich nehme die nicht, Ja, okay, ist mir egal. Ich höre nicht auf dich, nee. Du lügst bestimmt, okay. Das ist nicht harmlos. Du hast ja gesagt, dass du sehr, sagen wir mal, wenn du Sachen isst, die sehr eklig sind, dass du da ganz schnell kotzt, gell? Ja. So, ich glaube, bei der nächsten Strafe könnte das gut möglich sein, denn du musst eine Runde Survival Games spielen, währenddessen eine ganze Zwiebel roh essen und dazu ein Glas Olivenöl trinken. Olivenöl! Bist du dumm? Pur trinken. Die Zwiebel reicht doch schon. Nein. Rache ist süß, cute. Alter, ich gebe ihm ein beschissenes Ding zu essen. Ein beschissenes Ding. Und ich soll noch trinken. Ja, ich meine, ich habe mir keine Strafe gegeben. Bist du dumm? Ja, also, ich kann es ja auch gerne ablehnen. Ich habe noch eine dritte. Also kannst du mir zumindest sagen, was die dritte geht? Nee. Ist es eine Essstrafe? Ich sag nur, die dritte, die ist wirklich ein bisschen... Also, ich sag, da wirst du richtig leiden. Aber okay. Ich meine, du kannst sagen, du nimmst sie nicht, dann gehen wir gerne zur dritten. Ein Glas, wie groß muss das Glas sein? Jetzt sag nicht 0,5, weil es ist echt extrem bash. Ich trinke ewig. Also ich denke mal so 100 Milliliter reichen. 100 Milliliter reichen? Oder warte mal kurz. 200 Milliliter. Also 0,2 Glas reicht. 200 Milliliter. Ja, 0,2 Glas. Olivenöl. Und eine rohe Zwiebel. Aber die muss schon groß sein. Es steht hier eine große Zwiebel. Also... Komplett während aufessen. Ich Survival Games spiele. Ja, komplett aufessen und dazu das Trinken. Und was, wenn ich sterbe, muss ich von neu. Also dann kann ich einfach weiter. Nächste Runde und gleich weiter essen, ne? Da musst du nochmal von neu anfangen. Ja, fick dich! Doch, du musst eine Runde haben.
Und du das währenddessen alles schaffst. Nee, das wäre richtig asozial. Ja, gut, ich meine, ich... Du hast da auch, du hast in deiner Aufnahme auch mehrere Dinge gemacht. Dann machst du eben eine 64er-SG-Runde und... Ja, das ist ja noch schwer, das sind noch mehr Leute. Ja, aber das ist mehr Zeit. Ja, nee, lass mich... Komm, ja, okay, ich sag mal so, du hast 2 Survival-Games-Runden Zeit. 2? Ey, komm, du hast 6 und du Scheiße Junge, gemacht. Nein. Die Regeln bestimme ich, nicht du, Cube. Ja, das steht nicht in deinem Textdokument. Ja, trotzdem. Nein, das muss in deinem Textdokument stehen. Ich hab kein Textdokument, ich hab einen Zettel. Also, okay, du nimmst es. Also, das 2, nein, sagen wir mal 3 Survival Games. 3 Quick Survival Games. 3 Quick Survival Games Runden. Quick! Spaß. Okay, du hast, Junge, 2 normale Survival Games. Das sind 2x5 Minuten oder 10 Minuten. Ja, das Problem ist, wenn ich sterbe, darum geht's mir. Ja, okay. 3 Survival Games Runden. 3 Survival Games Runden, ganz normale. Ja, okay. Und daher muss ich eine rohe Zwiebel gegessen haben. Und ich habe auch schon eine Lobbyzeit, ne? Eine große rohe Zwiebel. Ich habe Zeit, sobald ich geportet wurde, nach von der Lobby weg. Ja, genau. Okay. Das nehme ich ja. Das nehme ich. Eine rohe Zwiebel gilt, glaube ich. Du liefst 200 ml Öl. Ja, das kriege ich runter. Sicher? Ja, ich glaube. Okay, schon. Also du nimmst die. Ja, was wäre die dritte gewesen? Was wäre die dritte gewesen? Hm? Die dritte, ich sag's dir gleich noch. Ja. Warte, ich kann sie doch gerne vorlesen. Und zwar, die wäre eigentlich komplett low gewesen und sollte es einfach nur ein Tutorial machen müssen, wie man Mädchen oben kriegt. Ach so, ja, der hat ja einfach gesagt, meinen YouTube-Kanal zeigen. Nein, du hättest halt einfach so ein ernstes Tutorial machen müssen, wie man Mädchen rumkriegt. Also eigentlich ganz easy. So, ja, sehr gegangen. Aber okay. Dann würde ich sagen, lass doch einen Daumen nach oben da und am Sonntag gibt es die Strafe beim Cube. Ich werd ihn euch mal verlinken. Schaut auf jeden Fall beim Sonntag vorbei. Lasst natürlich einen Mitleidsdaumen nach oben da. Der Cube muss echt leiden. Und dann würde ich sagen, hast du noch was zu sagen? Ja, ich habe noch was zu sagen. Bash. Also. Ich hatte 3 so beschissene lowe Strafen. Aber fick dich einfach. Diese Strafen werde ich beim nächsten Mal nicht nehmen. Ich werde solche Strafen nehmen, dass du dich in den Tod weinst, wieso du mich sowas essen lässt. Okay, ja. Ich bin mit einverstanden. Aber ich sage, ich werde sowieso nächstes Mal gewinnen. Was heißt, du kriegst nochmal so 3, nochmal eine schöne Strafe reingedonnert. Ja, so, meine lieben Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben bei beiden da. Wenn euch Cube vs. Smash gefällt. Und wenn ihr noch was wir spielen sollen. Also im nächsten Mal oder einen Wunsch habt, dass wir irgendwie einen bestimmten Spielmodus spielen sollen, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen uns beim nächsten Mal und beim Cube am Sonntag. Ciao. Bash. Ja. Also ich habe dein Video auf Twitter verlinkt, ja? Und abgeschrieben, es ist das beste Video ever. Ich glaube, du wirst genauso reagieren, wenn du mein Video einfach sehen wirst. Okay, also. Okay. Ciao. Ciao, Leute. Bis Sonntag. Oh Gott, ich habe jetzt schon keine Lust.